Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs. Und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir hier in der ersten Zone in Dragonflight bekommen können, und zwar einmal der Küste des Erwachens. Hierfür müssen wir ein bisschen questen. Bevor ich euch den Questpfad zeige, würde ich sagen, schauen wir uns einmal das Toy an. Und zwar schimpft sich das Toy einmal Duselente. Und was macht das? Es kortiert Duselente für kurze Zeit. Ihr wollt Legistrasse schließlich nicht enttäuschen, oder? Und ja, jetzt gehen wir einmal von dem Mount runter, setzen das mal ein und ihr seht, dann haben wir hier so eine kleine, das war mal zu nah dran, so eine kleine Ente auf dem Kopf. Und ja, die bleibt jetzt 10 Minuten drauf, mehr ist es tatsächlich nicht. Ein ganz nettes kleines Ding, wenn man das ja im T-Mog integrieren kann, ist es bestimmt eine nette Geschichte. Gut, so viel dazu, wo kriegen wir das her? Ich stehe hier schon und zwar in einem Rubin-Lebensbecken, das gibt es von einer Quest. Und zwar schimpft sich die Quest einmal Freunde zum Reparieren. Das ist diese hier auf WoW Head. Haben wir das einmal rausgesucht. Hier haben wir einmal die Map. Und zwar können wir die bei Lilistrasa annehmen und müssen ein paar Sachen sammeln hier im Rubin-Lebensbecken. Das Ding ist, ihr müsst ein paar Vorquests dafür erfüllen. Und um euch die mal vernünftig zeigen zu können, habe ich den kompletten Questbaum mal rausgesucht. Das hier ist das Add-on All the Things. Da kann man sich immer so ein bisschen Questbäume raussuchen. Und hier unten seht ihr Freund zum Reparieren. Und da gibt es dann die Duselente. Und das sind die kompletten Vorquests, die ihr erledigen müsst, um zu der Quest zu kommen. Sind insgesamt 23 Stück. Ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Das Ding ist, hier am Anfang sind es die Prequests, die man in SW hat. Also die Prequests, wo man mit Fororion sprechen muss und die ganzen Sachen in SW. Natürlich, in Orgrimmar gibt es dasselbe. Und das hier sind einfach die Startquests quasi hier in der Zone. Wenn ihr euch das nicht alles merken wollt, könnt ihr das Video jetzt anhalten, schauen, welche Quests müsst ihr genau erledigen und dementsprechend dann die einmal abschließen, um am Ende zum Freund zu reparieren zu kommen und dann dementsprechend auch das Toll zu kriegen. Einige sind anscheinend auch von der Kampagne an sich, also dementsprechend, wenn ihr die Zone halbwegs durchquestet, müsst ihr auch an der Quest vorbeikommen und dementsprechend euch einmal diese Duselente mitnehmen. Das war es eigentlich soweit von dem kleinen Toy Guide Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet, und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.